Yo, moin moin, liebe Leute und ahoi, liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Ich bin Arno und mit mir dabei ist der James Chakotay. Mahlzeit. Ach ja, Iconian War. Ja. Der Krieg der Kriege gegen die finstere Bedrohung. Lädt mein Hund mal wieder ein. Ja. So, weiter geht's. Zeit in der Flasche. Die Voyager ist unter dem Kommando von Admiral Tuvok Hinweisen hinsichtlich einer Rasse des Delta-Quadranten, die als Krennen bekannt sind, gefolgt. Bis jetzt konnte er jedoch nur ein paar Gerüchte und eine Reihe von ungewöhnlichen Sensormessungen ausmachen. Doch nun haben wir einen Ferengi gefunden, der Artefakte der Krennen verkauft. Zumindest behauptet er das. Sie wurden dazu autorisiert, mit diesem Ferengi zu verhandeln, die Artefakte zu erwerben und Nachforschungen über die Herkunft anzustellen. Noch einmal spielen. We have a lead on the Krennen. Voyager went to Krennen space, looking for them a few months ago, but didn't find much more than a Vardwa and some anomalous sensor readings. But now we found a Ferengi, selling what he claims are Krennen artifacts. You are authorized to negotiate with the Ferengi and obtain these artifacts. Follow the trail where it leads. We need a weapon against the Iconians. And the Vardwa have gone to a great deal of trouble to keep whatever secrets the Krennen have out of our hands. Your akzeptieren? Schlau wie wir sind, haben die Dorsana-Station auch schon direkt angeflogen. Hui, andocken. Oder ist was explodiert? Irgendwo hinter uns. Gut, dass wir da nicht mehr waren. Ja, wir sind rechtzeitig weggeblieben. Emergency Transport. Mhm. Prost. Danke. Man hat es fast gar nicht gehört. Ist nicht schlimm, die Leute wissen, dass ich in der Aufnahme trinke. Stimme muss doch geschmeidig sein. James ist Säufer, da müsst ihr euch dran gewöhnen. So. Ja, anders kann ich Anno nicht ertragen. So, wo müssen wir denn hier hin? Ist hier irgendwie eine Markierung? Hier ist irgendwas, aber doch hier. Echt schon? Hier Turbolift. Und ich schon wieder da. Ah, jetzt weiß ich auch, welche Flasche das ist, ja. Welche Mission das ist. Zeit in der Flasche beginnen. Beginnen, ja. Ich erinnere mich auch wieder. Lebhaft, Doktor. Ich muss den mal standardmäßig in das Außenteam setzen. So, Geschäftsvermittler Quen hat für seine privaten Geschäftstreffen Räumlichkeiten auf der Station gemietet. Wir sind noch nicht sicher, was er für ein Objekt verkauft, aber den Gerüchten zufolge ist es eine Art technologisches Gerät. Der Preis, den Quen verlangt, ist bedeutend. Für so viel Latinum könnten sie einen Mond kaufen. Das Sternflottenkommando berichtet, dass zusätzliche Unterstützung unterwegs ist. Wir aber versuchen sollen, das Gerät zu erhalten. Verstanden. Hier, Sekretärin. Mit Rezeptionistin sprechen. Oh, wait, you must be. I'm sorry, but the business facilitator is busy at the moment and cannot be disturbed. Nun, wir hatten eine Verabredung. Yes, but Quen left me explicit instructions about this. He's in the middle of a delicate negotiation to triple his profits on the sale of a rare Delta Quadrant artifact, and cannot be disturbed. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verhandeln und sagen, will Quen nicht ein Angebot von den kombinierten Finanzressourcen der Sternenflotte und des Klingonischen Reichs und der Romulanischen Republik hören? Oder wir lügen und sagen, das Artefakt, dessen Verkauf an uns er bereits zugestimmt hatte. Was ein komischer Satzbau irgendwie. Ja. Ich würde das obere nehmen. Ja. Ist mir föderationslike. Maybe, let's see. It was something. Krennen, I think.
Oh, Delta Quadrant treasures are all the rage right now. Artifacts from cultures the Vadwar wiped out are particularly valuable. Quen's made quite a bit of latinum bringing them back through the gateways. Now, that profit-sharing plan he promised me hasn't materialized, but is it my place to complain? So, auch hier haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Entweder wir bitten. Ich weiß, dass Sie nur Ihre Arbeit erledigen, aber es ist sehr wichtig, dass wir dieses Artefakt bekommen. Ich bitte Sie. Oder wir drohen. Wenn Sie uns nicht vorbeilassen, werden wir die Tür aufsprengen. Irgendwas ist überschrieben mit Stimme. Werden wir die Tür aus... Hebeln nehmen? Danach kommt nehmen. Ich weiß nicht, was das... Auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Oh. I'm sorry, but my instructions were very clear. Es muss etwas geben, das wir für Sie im Gegenzug machen können. Well, I'm sorry, but I need this job. I'm trying to save up enough for a ticket off this station. Ich werde Ihren Transport arrangieren, egal wohin, kostenlos. You can? What am I saying? You have a starship, of course you can. Go on ahead. Quen and the other buyer are in the cargo bay, but you better hurry. They were trying to get the deal finalized before you could stop them. Thank you. Thank you so much. Vielen Dank, dass Sie uns hindurchgelassen haben. Meine Crew wird die nötigen Vorbereitungen für Sie treffen. Die Arrestzelle ist schon sauber. Mhm. Beamt die jetzt auch weg? Schön. Weiß ich naja, nicht. Naja, so etwas naht, sie löst sich auf. Aha. Ey, Sie ruinieren hier gerade ein legitimes Geschäft. Ja, und? Mit Geschäftsvermittler Quen sprechen. Not so fast. The gentleman with the rather imposing associates over there has just made a very competitive offer for the device. Care to make a counterbid? Ich werde dafür sorgen, dass Sie es nicht bereuen, wenn Sie ausschließlich mit mir handeln. You said there weren't any other buyers, Quen. Now what do I see? Starfleet stooges here to cause trouble. Guards, get these riffraff out of here, so I can conclude my deal in peace. Ich gehe nicht ohne das Gerät. Au. Wie viele denn noch? Elisa ist tot. Wo mal die ist. Ja, die liegt irgendwo rum. Faules Stück. Ach, hier, ich hab sie schon. Ach, ins Regal ist sie gefallen. Ich hab wahrscheinlich gedacht, es sind Schuhe drin. Vielleicht. Ach ja, Quen konfrontieren. Going to pay those guards to my offer. Hold it! I am Nog, son of Grand Nagus Ron. And I am a Ferengi. And when you deal with these people, you deal with me. You have a choice. Either deal with me, or I ask my father to have a word with the liquidators about your poor business practices. Well, I'm sure we could come to an understanding. That's what I thought. Now, kiss the staff. Get out! Not you, Quinn. Göttlich. Ja, der Kuss hat sich ja gehört, als würdest du den Korken aus einer Weinflasche ziehen. Ja. Flock. So, mit Geschäftsvermittler Quinn sprechen. Here's my best offer. How about we agree on a price? And you get your Delta Quadrant doodad, and I leave.
Everyone's happy. Nicht so schnell, Quinn. No? Fine. How about I answer your questions and maybe then I get to leave? But let's get on with it. Every minute I stand here, I'm losing a strip of Latinum. Time is a very valuable commodity. Was wissen Sie über das Relikt? The device is Krenim in origin. Specifically, it's from the Krenim Imperium. Constructed sometime in the mid-22nd century, if I had to take a guess. Strange piece of technology. I haven't seen anything else like it. Highly advanced, and it has hallmarks of Krenim work. But it's, odd. Definitely odd. Was geschah mit den Krenim? The Vadlar, that's what. At one point, the Krenim Imperium held more than 200 star systems in the Delta Quadrant. They lost some of that territory in a couple wars, but overall they were doing well. Not the biggest business in the Quadrant, but not the smallest either. When the Vardwar started their war, Gaul took a special interest in the Krenim. Bombed them back to the Stone Age, and then some. As far as anyone knows, the Krenim are basically extinct these days. Wo haben Sie das Gerät erworben? I picked it up from a Talaxian who wanted to trade for supplies. He told me he got it from the Kayana system. That was it. There used to be a Krenim colony there, but it's gone now, just like the rest of their empire. Weg? Die Vadvor haben Sie zerstört? The Talaxian wasn't very clear on that. He just said, gone. If I'd asked any more questions, he might have increased his price. Sonst noch was? As a show of good faith to the son of the Negus, I'm willing to tell you for free. But don't let this get around. It would ruin my reputation as a businessman. The device emits some unusual energy readings. The shielding may have malfunctioned, or maybe it's not fully operational anymore. I'm not sure. But that's why I'm selling it as an antique. As is. And no refunds. Was für unübliche Energiewerte. Do I look like a member of the Vulcan Science Academy to you? I don't know. It's yours now. You paid for it. You figure it out. I hope it doesn't blow up your ship. Now, may I go so we can put all this unpleasantness behind us? I want to drown my sorrows in a comet cocktail and think about all the profit I didn't earn today. Gehen Sie und halten Sie sich von Schwierigkeiten fern. Geh, aber geh mit Gott. So, haben Sie das gemacht? Don't let the staff of Avis and these good looks fool you. I'm here as a Starfleet officer, and I don't normally flaunt my family connections. But in this case, it seemed like the best way to solve the problem. So I borrowed my dad's second best staff. Danke für Ihre Hilfe. Es sah nicht so aus, als hätte uns Oglo diesen Krenim-Artefakt verkauft, wenn er noch in dem Raum gewesen wäre. Interesting. I know Voyager encountered the Krenim during the journey, and Tuvok was looking for survivors of the Vardwar purges. For now, though, perhaps we should concentrate on learning what we can from this device. Everson, was sollen wir bezüglich des Kraftfeldes tun? Quinn left without taking down his security, but fortunately I know how to get around it. This isn't a very sophisticated system. It's hardly worth the latinum he paid for it. If we overload the EPS conduits, we'll create a cascade failure in the system that the control protocols won't be able to handle. That should drop the force field. Sie sind der Sohn des großen Nagus? It's true. My father is Grand Negus Rom. I don't normally have much to do with his business dealings. But in this instance, a little show seemed to be the best way to solve our problem. Hm. Wie sind Sie in der Sternenflotte gelandet? I grew up on Deep Space Nine with my father and my uncle Quark. That was back before my dad became the Negus. He was just a maintenance tech. Like my father, I preferred engineering to business. Captain Sisko helped me get into the Academy, the first Ferengi ever to join Starfleet. Then my Grand Mogi started seeing Grand Negus Zek, and there were a lot of changes on Ferenginar. When Zek decided to retire, he thought my dad would be the right person to see them through. Ich verstehe.
interesting. I know Voyager encountered the Krenim during the journey, and Tuvok was looking for survivors of the Vaadwar purges. For now, though, perhaps we should concentrate on learning what we can from this device. Einverstanden. Was sollten wir bezüglich des Kraftfeldes tun? Quinn left without hatten wir schon. Ja, ich bin nicht mit ihrem Werdegang vertraut, Captain. Könnten Sie mir einen Überblick verschaffen? I don't mind telling you a bit about myself at all. I grew up on Deep Space Nine with my father and my uncle Quark. That was back before my dad became the Negus. He was just a maintenance tech. Like my father, I preferred engineering to business. And Captain Sisko helped me get into the Academy, the first Ferengi ever to join Starfleet. I fought in the Dominion War, which is an experience I never want to repeat. And I spent some time on exploration ships. Then it was back to DS9 for a while, off to Utopia Planitia to work with the SCE, and finally taking command of the Chimera. Now I get to see the technology I helped develop at work in the field. Ja, richtig. Ich werde als nächstes die Steuerung überbrücken. Interesting. I know Voyager encountered the ja, das hatten wir auch schon mal. Einfach die EPS-Leitung überladen? Das ist nicht wirklich ein sicheres Vorgehen. Ja, ich mach das schon. Ich kann das. Einfach hier und dann da 1500 Volt und das sollte... Ja, die Wurzel im Sinn. Richtig, ich werde als nächstes die Steuerung überbrücken. Ich könnte schwören, ich hätte das schon mal gesagt. Administrativer Zugriff. Gerät untersuchen. Eine Pyramide. Ah, Goa'uld? The waveforms aren't like anything I've seen before. Mit Nock sprechen. I'll take the device back to my ship, the Chimera, and have a look while we're on the way to the Kiana system. From what I understand, Voyager sent an away team to the Kiana system a few weeks ago, but they encountered some resistance and were forced to pull back before they can find what they were looking for. But now that we have this, maybe we'll be able to find what remains of the Krenim, if there's anything left to find. Verstanden, wir sehen uns im Delta Quadrant. Hast du da gerade versehentlich was weggeklickt, oder? Nee, bei mir ist das Fenster erschienen und ich habe F gedrückt, um die Gesprächsoption zu öffnen, irgendwie, und sie war dann schon offen und dann ist sie direkt wieder weggegangen. Ja, so war's bei mir irgendwie auch. But this is my first time seeing the Delta Quadrant. According to Quinn, the Krenim artifact came from this system. I hope we haven't come all this way just to chase ghosts. I've had a chance to look at the Krenim device, although I'm not sure how to activate it yet. It's definitely designed for temporal manipulation, although I don't think it would enable someone to travel through time. It's almost like a step sideways, if that makes any sense at all. I'll keep working on it and let you know if I learn anything more. Vielleicht können wir hier etwas finden, das das erklären würde. Voyager's preliminary scans of the system turned up a number of anomalies, but nothing conclusive. According to Krenim records, though, there's supposed to be an M-class planet in this system. We're not reading anything like that on the sensors. Vielleicht ist der Planet die Quelle der Vielleicht ist der Planet die Quelle der Asteroiden. Wir haben auch einige Trümmer entdeckt. Could be. Let's check that wreckage out first. It might give us a better idea of what happened out here. And we should be on the lookout for Vaadwar. Preliminary scans indicate they've been actively patrolling through this system. Einverstanden. Setzen Sie einen Kurs auf die Trümmer um diesen Asteroiden. Hatten wir die Vaadwar nicht, Ja. If I had to place a bet, I'd say that wreckage is where this artifact was found. Heads up! Vaadwar on an intercept corner. Ach ja, und für die Zuschauer vielleicht nochmal, wir spielen immer noch auf normal. Nee, schwer. Ja, schwer, Entschuldigung, auf schwer. Nicht mehr auf normal.
nicht, dass ihr euch wundert, dass wir hier so in den Kämpfen etwas länger brauchen. Oder explodieren. Oder explodieren. Das hat jetzt keiner gesehen. Nein, hat keiner gesehen. Guckt alle bei James. Er fliegt da hinten. Ignoriert das die Rauchwolke bei mir. Ich kämpfe hier hinten rum, ja. So. Ich kämpfe hier und singe. Scheiß KI. Jetzt hat sie sich gerade in dem Moment rumgedreht. Ernsthaft, du darfst nirgendwo gegenfliegen. Wenn du irgendwo gegenfliegst, nimmst du Schaden. Wogegen? Ja, guck mal, wenn ich jetzt hier an diesem Pfeiler fliege, habe ich vorhin Schaden gekriegt. There had to be a reason the Vaudoir went out of their way to target them. Let's move. There might be more ships in range. Ich nehm hier keinen Schaden. Als ich da vorhin gegengeflogen bin, habe ich Schaden genommen. Kann auch sein, dass ich... There are more Vaudoir on an intercept course, but we may be able to avoid them. I suggest we use the mineral content of the asteroids I've marked to conceal our energy signatures. Vaudoir sensors aren't as good as ours. Most of their technological advantage appears to be directed toward making better weapons. So it should work, as long as we don't attract their attention before we get out of their path. Gute Idee. Wir sollten versuchen, die Asteroiden als Deckung zu verwenden. Wenn der Text jetzt auch weggeht. Ah, jetzt. Na, guck mal. Hier ist ein Loch. Harold! They must be looking for that Vaudoir patrol. I don't think those Harolds detected us. Let's hope they don't come back this way. Aha. Wo auch immer die jetzt sind. Weg. Und scan. Harold's inbound. Na, so will dazu. Vaudoir must have gotten a signal out. So much for our investigation. Ich mag die Herolde nicht. System while we take an away team to the surface. I'll bring the device and keep trying to learn more about it. Ja, lassen Sie mich eine Minute drüber nachdenken. Wir sind am Folgenende. Ach so. Ja. Wollte ich vorhin noch nachfragen. Wir haben es jetzt erreicht. Gut. Ja, Frau. Nein, gar keinem. Gut, die Folge ist jetzt leider zu Ende. Das kam sehr überraschend für uns alle. Wir beamen dann in der nächsten Folge runter und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und schwingt einen Hut. Ja, danke ebenso fürs Zuschauen. Abonniert und kommentiert und hummel, hummel, moos. Und es tut mir leid, dass ich das jedes Mal sagen muss am Ende. Oder? Deine Meinung? Sag das nicht. Okay, ich sag's nicht mehr. Doch, ich sag's. Hummel, hummel, moos, moos.